Mit einem echten Rückkehrer machen wir weiter bei den Neuzugängen des WSV. Jan-Steffen Meyer wechselt zurück zum WSV. Nach 5 Jahren Abstinenz hier in Wuppertal kommst du wieder zurück von Rot-Weiß Essen. Jan, du bist in Schwelm geboren, in Wuppertal aufgewachsen. 5 Jahre warst du jetzt weg. Was hat dazu geführt, dass du jetzt wieder in Wuppertal Fußball spielen möchtest? Also auch während der Zeit, die ich nicht in Wuppertal gespielt habe, habe ich als Wuppertaler natürlich immer den Verein verfolgt, wie er sich entwickelt. Und die letzten beiden Jahre vor allem hat sich die Mannschaft stetig verbessert. Und ich glaube, dass wir kommendes Jahr nochmals besser sein werden. Zusätzlich hatte ich auch sehr gute Gespräche mit dem Trainer und mit dem Manuel Bölster, die sich sehr um mich bemüht haben und die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich hier gebraucht werde. Und deswegen habe ich mich letztendlich für Wuppertal entschieden. Wir haben gerade gesagt, du bist ein Rückkehrer. Das letzte Mal hast du 2013 für den WSV gespielt. Da warst du dementsprechend 20. Jetzt bist du 25. In der Zeit passiert ja einiges. Wie siehst du dich heute im Vergleich zur Spielweise und zur vielleicht auch persönlichen Entwicklung von damals? Also klar, wie du schon gesagt hast, 5 Jahre Unterschied. Da bringt man viel mehr Erfahrung mit. Ich habe jetzt, glaube ich, müsste jetzt 200 Regionalligaspiele haben. Da lernt man schon so einiges, oder man lernt halt mit einigen Situationen besser umzugehen. Und man übernimmt mehr Verantwortung auf dem Platz. Und das sind sicherlich so Sachen, die mir jetzt in den 5 Jahren weitergeholfen haben. Du bist ja hast oft als Innenverteidiger gespielt, da auch als Sechser beim WSV lange. Wo siehst du dich sportlich aktuell, also auf welcher Position eher? Ganz klar auf der 6. Also ich hatte jetzt eigentlich nur in Essen die Innenverteidigerposition ab und oder meistens bekleiden müssen. Vorher habe ich auch auf Schalke oder Wuppertal in der Seniorenzeit hatte ich auch immer nur auf der 6 gespielt, und ich fühle mich auch auf der 6 am wohlsten, und deswegen ist das schon meine Position, die ich bevorzuge auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch gar nicht angesprochen, wie lange du unterschrieben hast. 3 Jahre, das ist ja eine enorm lange Zeit, gerade in der Regionalliga. Was soll in den 3 Jahren mit dir passieren, fußballerisch, vielleicht auch für die Zukunft etwas vorsorgen? Wie willst du dich in den nächsten 3 Jahren aufstellen? Fußballerisch auf jeden Fall. Ich möchte so viel spielen wie möglich, so viel Erfolg wie möglich haben, ganz klar. Und ich glaube auch, dass wir erfolgreich sein können durch die letzten 2 Jahre, die es schon gezeigt haben, wo der WSV steht. Und dadurch, dass wir dieses Jahr oder nächstes Jahr nochmals unseren Kader, glaube ich, verbessern werden, glaube ich, können wir eine ganz erfolgreiche Saison spielen. Und persönlich, ich werde jetzt 26 und ich möchte mich jetzt auch um eine Ausbildung kümmern. Und da hat der WSV oder greift der WSV mir sehr unter die Arme. Der WSV ist gut vernetzt und unterstützt mich auch in der Phase des Suchens und während der Ausbildung. Und das war dann schon so ein großer Pluspunkt, wo ich mir gedacht habe, ja, das passt von den Trainingszeiten her und vom Drumherum her. Dann freuen wir uns auf dich. Herzlich willkommen zurück, Danke. Jan-Steffen Meyer.